Birgit ist besorgt. Ihr kleiner Justin spinnt. Erst heute Morgen hat er ihr eröffnet, dass Donnerstage für ihn violett sind und Sonnenlicht sich stumpf anfühlt. Was läuft bei ihm denn bloß falsch? Sofort zum Neurologen mit dem Jungen. Nach kurzer Untersuchung steht die Diagnose. Justin ist Synästhetiker. Besorgt fragt Birgit, ob das was Ernstes sei und wie lange ihr kleiner Schatz noch zu leben habe. Noch mindestens 60 Jahre, sagt der Neurologe, und dann lachen die drei. Synästhesie ist natürlich nichts Ernstes, einfach nur eine ungewöhnliche Verkopplung der Sinne. Aber jetzt erstmal von vorn. Wie kommt so ein Sinn überhaupt zustande und was ist Wahrnehmung? Die 5 sogenannten klassischen Sinne der Physiologie sind Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken. Allerdings kann der Mensch viel mehr und so werden auch andere Wahrnehmungen oft zu den Sinnen gezählt, zum Beispiel der Gleichgewichtssinn, die Schmerzempfindung und die Temperaturwahrnehmung. Den Anfang macht ein Reiz aus der Umwelt, wie zum Beispiel Licht, der von einem Sinnesorgan aufgenommen wird. Welches Sinnesorgan angesprochen wird, hängt von der Art des Reizes ab. So wird Licht zum Beispiel über das Auge wahrgenommen. In dem jeweiligen Sinnesorgan befinden sich sogenannte Rezeptoren, die den Reiz anschließend in elektrische Impulse umwandeln und über Nervenbahnen zum Gehirn weiterleiten. Das Gehirn vergleicht den umgesetzten Reiz dann mit Erfahrungen, die bereits mit ähnlichen Reizen gemacht wurden, weswegen wir uns dann erinnern, dass die Bockwurst wie Bockwurst schmeckt und Karl von nebenan so aussieht, wie er halt aussieht. Daher benötigen Menschen, die nach OPs erstmals sehen oder hören können, auch immer einige Stunden, um die Sinneseindrücke richtig zu verarbeiten. Ihr Gehirn hat einfach keine Erfahrungswerte gespeichert. Aufgrund dieses Abgleichs mit den gemachten Erfahrungen liegen die Sinne aber nicht immer ganz richtig und es kann zu Sinnestäuschungen kommen, was letztlich Fehlinterpretationen des Gehirns sind oder schlicht auf einer Überlastung der Sinnesorgane beruht. Und damit kann man echt lustige Sachen anstellen. So vermutet das Gehirn aus puren Erfahrungswerten immer wieder, dass sich dieses Bild bewegt oder dieser Ton dauerhaft absteigt. Selbst wenn wir rational längst begriffen haben, dass dem nicht so ist. Hält man beide Hände in unterschiedlich warmes Wasser und anschließend in Wasser mittlerer Temperatur, werden die Hände unterschiedliche Wärmeempfindungen erzeugen. Aber nicht nur das Gehirn, sondern auch die Rezeptoren der Sinnesorgane haben so ihre Grenzen. Zum Beispiel kann der Mensch nur einen recht kleinen Teil des Farbspektrums im Licht sehen. Und besonders tiefe oder hohe Tonfrequenzen können wir nicht hören. Wobei das nicht bei jedem Tier gleich ist und die einen mehr, die anderen weniger wahrnehmen können. Und nun zurück zu Justin. Seine Synästhesie bedeutet, dass bestimmte Sinneseindrücke Hirnareale aktivieren, in denen andere Sinneseindrücke gespeichert sind. So aktiviert das Sonnenlicht, das er sieht, zugleich einen Teil des Gehirns, der für das Tasten zuständig ist. Und er erlebt den zusätzlichen Sinneseindruck eines stumpfen Gefühls. Naja, gibt natürlich Schöneres, aber jeder Synästhetiker erlebt eben andere Sinneskopplungen. Und nicht jeder kann bei Sonnenlicht gleich Rosenduft riechen. Birgit ist jedenfalls beruhigt, hat jetzt aber ein bisschen Angst vor ihrem Sohn.